So, Freunde. Ja, ich habe ein gewisses Rauschen und schlechte Tonqualität wohl seit einigen Tagen oder wenigen Wochen. Und ich versuche herauszufinden, woran es liegt. Jetzt müsst ihr euch mal so vorstellen. Also wir werden jetzt mal kurz die für den T100 Lite die Feldmodifikation mal probieren. Und währenddessen erzähle ich euch, woran es eventuell liegen könnte. So. Also. Ich habe in meinem PC mehrere Festplatten verbaut. Die Hauptfestplatte, wo Windows drauf ist, ist eine SSD, also eine schnelle. Jetzt habe ich, um Platz zu haben, also die SSD ist nur 500 GB. Und die anderen Festplatten, die kein SSD sind, die langsamer sind, sind teilweise 1 bis 2 Terabyte. Jetzt habe ich vor kurzem die Sektion, wo die Videos gespeichert werden, ja, habe ich auf eine langsamere geschoben, die aber größer ist. Ja. Moment. Ja. Und jetzt kann das sein, dass ich, wenn ich aufnehme, dass das zu einer Art Verzögerung kommt, weil von der Hauptfestplatte, die SSD, das Signal zum Aufnehmen kommt und dass die langsamere Festplatte, auf die die Videos gespeichert werden, irgendwie dadurch dann irgendwie durcheinander kommt. Weil ich das vor kurzem geändert habe. Ich weiß es nicht, ob das daran liegt. Moment. Motorleistung. Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit, Motorleistung. Okay. Das muss ich mir alles, und das wollte ich letztens auf jeden Fall mal drin haben. Den Rest muss ich mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Das müssen wir uns mal angucken. So. Ja, wir haben Freitag. Ich habe heute eine schlechte Winrate, wie man sehen kann. Aber wir probieren mal. Munition unvollständig. Was laberst du, Alter? Hä? Oh ne, ich hasse das. Munition unvollständig, sagt er mir. So viel HE ist auch schon wieder zu viel des Guten. Wir machen das mal so mit der Munition. So, und dann gucken wir mal. Ne? Spielen wir mal. Munition unvollständig, sagt er mir. Geh mir nicht auf den Senkel, Junge. Verstehst du? Freunde, ihr wisst, Twitch-Kanal abonnieren, Subs da lassen, um den Boss zu unterstützen, Freunde. Schauen wir mal, ne? Viel zu viele Scouts schon wieder.
wir schon mal den EBR vernichtet. Aber 2 T-100 Light hat der Gegner noch. Erstaunlich, dass beide EBR als erstes weggeklatscht wurden. Ja, ich muss eventuell mal ein bisschen rumexperimentieren, woran das liegt. Das, vor allen Dingen die ersten Minuten läuft das Video wohl sauber und dann in den letzten 2-3 Minuten des Videos kommen immer diese Soundstörungen. Ja, der Akku hat schon 2 Kills, ne, Freunde? Der fähigste Spieler ist immer noch der Boss höchstpersönlich. Bisschen Eigenlob muss sein. Freunde. Come on. Nein. Nein, hör auf. Tja. Also der Jagdpanzer von denen da oben, ne, der kassiert auch nichts von unserer Arti, ne? Unsere Arti hat überhaupt kein Interesse, das Ding wegzuschießen. Alles musst du selber beschießen, ne? Faszination, wie der Jagdpanzer da ewig offen steht, aber nichts kassiert. Zurückfallen! Schon traurig, Mann. Das muss man alles selber beschießen, ne? Endlich. Hat ja auch 200 Jahre gedauert, Alter. Meine Position unterstützen. Benötige Hilfe. Hallo, Freunde. Schießt ja auch keiner, ne? Wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht.
Mediums, Artis, also das ist. Also wie viele Ziele willst du den Leuten denn aufmachen? Na, die schießen einfach nicht, ne? Tja, Freunde, die Unfähigen am Wochenende sind unterwegs. Guck dir mal meinen Spot-Damage an, Alter. Guck dir mal einfach mal meinen Spot-Damage an, Alter. Es wird halt auf nix geschossen, ne? Hätte ich nicht die ganze Zeit selber Damage gemacht, dann wäre hier tote Hose für mich. Ja, Freunde. Also, wie gesagt, ich muss die Tage mal ein bisschen rumexperimentieren, ob das an den Festplatten liegt, dass die eine Festplatte schneller ist als die andere und es deswegen zu so einer Art Verzögerung kommt, die dann fürs Rauschen zuständig ist. Weil ich habe vor ein, zwei Wochen das umgestellt, dass die Videos, die normalerweise auf die SSD kommen, die schneller ist, und wo die Hauptprogramme drauf sind, dass die Festplatte verschoben wurde auf eine langsamere. Und ob es eventuell daran liegt. Ansonsten könnt ihr mal auf Twitch vorbeischauen und mir ein paar Tipps da lassen, woran es liegen könnte. Weil, wie gesagt, die ersten paar Minuten ist es immer rauschfrei. Aber so die letzten 1, 2, 3 Minuten des Videos, da fängt es immer an zu rauschen. Aus irgendeinem Grund. So, schauen wir mal. Ja, 2300 Damage, 700 irgendwas assisted, über 3000 kombiniert. Schauen wir mal. Ja, dann wird man auch kaum belohnt, obwohl man als Scout so viel Damage gemacht hat. Und mehrere Leute rausgenommen hat. Naja. Ja, dann wie gesagt, sehen wir uns auf Twitch. Akku Power Twitch, mein Name dort. Und ja, dort könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wenn ihr Bock habt. Bis dann.